Hallo, ich bin die Sarah, ich komme von der LMS 18 und ich bin hier mit den Power Girls und wir sind gerade bei der ÖBB. Die anderen sind gerade beim Tüfteln und ich gehe noch. Kommst du? Die ÖBB ist der größte technische Lehrlingsausbilder in Österreich. Alleine in Linz werden 200 Lehrlinge ausgebildet. Was man als Gleisbau- oder Anlagentechniker so zu tun hat, wurde den Power Girls bei ihrem Besuch gezeigt. Das, wenn der Zug wegfährt, dann da stoßt sie das eben so ab und dann arbeiten wir jetzt eben mit Luft. Also wir haben mit Luftdruck arbeiten müssen und da haben wir Schläuche zusammenstecken müssen und mit Pläne arbeiten müssen, aber das war immer schwer. Knifflige Aufgaben, aber lösbar für die Power Girls. Ob das bei der nächsten Station auch so sein wird? Hallo, ich bin die Vanessa, ich komme von der Bucknerschule der Franziskanerinnen und wir sind da jetzt auf der Baustelle und werden gleich eine Mauer bauen. Und ich freue mich schon so viel, also kommt's mit. Am Bauhof der HTL1 wurde nicht lange gefackelt. Anpacken lautete die Devise. Also der Herr hat uns gesagt, wie man es macht. Da braucht man Ziegeln. Das wäre ohne das gegangen, das eigentlich gar nicht. Makeln, ein Messstab. Also da kann man schauen, ob es gerade ist. Das braucht man auch. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und Mörtel. Schon beim Anmischen des Mörtels war die ganze Power der Girls gefragt. Wir haben 14 Schaufeln Sand rein da und vorher nur Wasser und dann ein Kalk und das dann in so eine Mischmaschine rein da und das hat sich dann vermischt und dann in der Scheibe getroffen und ja. Mörtel angerührt, Werkzeuge ausgeteilt und schon konnte es losgehen mit dem Mauerbauen. Also mir taugt es voll, weil ich finde das voll super. Ich habe vielleicht, ich denke mal schon, ob ich auch vielleicht da herkommen will, wenn ich also die 9 Jahre fertig bin. Und ja, also mir taugt es. Und nicht nur Vanessa hatte richtig Spaß heute. Wir lassen die Power Girls jetzt noch weiterbauen und freuen uns schon auf ein Wiedersehen beim nächsten Abenteuer.